Bahnsteigkarten. Ramponierte oder verbogene Münzen dürfen nicht verwendet werden. 2D. Bahnsteigkarten. Vor Betreten des Bahnsteigs muss eine Bahnsteigkarte gelöst werden. Die Karte muss beim Verlassen des Bahnsteigs abgegeben werden. Wir haben jetzt Münzen erhalten. Aber ich weiß nicht, wie man die benutzt. Ich gehe jetzt erstmal nach oben. Hier kann man den ganzen Bahnhof sehen. Okay. Sind wir auf der anderen Seite des Gleises? Der Junge kann anscheinend aus dem Tunnel nicht raus. Was ist das denn? Da brauchen wir wohl erstmal Koordinaten für. Sind wir hier im Hotel? Nein, komme ich wieder raus? Boah, und jetzt kommt auch noch hier eine E-Mail. Ja, ich weiß auch schon von wem. Ich bin unsicher. Dann gehen wir doch lieber erstmal hier durch die Tür. Ach nee, sind wir ja schon gewesen. Hä? Nein. War hier nicht noch eine Tür? Wollte ich doch sagen. Ja, ganz viele Kerzen. Ah, die Hotelempfangshalle. Jones, Metzgermeister seit 1854. Bestellung Schweinsfüße, 2 Hasen gehäutet, Rindfleisch geschnetzelt, 1 Pfund. Hühnermägen, 2 Fasane oder 5 Tauben. Wie abartig. Das ist auch abartig. Hochwasser, was Sie darüber wissen müssen. Überschwemmungen haben kürzlich ihr Gebiet heimgesucht. Falls sie diesmal verschont blieben, sind sie vielleicht beim nächsten Mal dran. Sie sind darauf vorbereitet, haben sie überhaupt daran gedacht? Sehen Sie sich diese neue Fotoaufnahme an. Studieren Sie diese Bilder eingehend, denn das nächste betroffene Anwesen könnte das Ihre sein. Sind Sie versichert? Wissen Sie, was im Falle eines Sturms zu tun ist? Keine Sorge, am Ende dieser Unterlagen finden Sie gute Ratschläge, wichtige Anschriften und Telefonnummern. Bereit sein ist alles. Torten unter Wasser. Hunderte von Hochwasser obdachlos. Oh. Überflutete Straßen. Sieht das spannend aus? Weit gefehlt. Es ist gefährlich. Bleiben Sie vom Flutwasser fern. Ja, das muss man mit so einer reißerischen Stimme lesen. Sehr geehrte Mrs. Penfold, ich darf Ihnen mitteilen, dass unsere Untersuchung die Sicherheit des Hotels und des Bahnhofs vor den bevorstehenden Überschwemmungen und Stürmen bestätigt hat. Die Great Western Railway konnte nachweisen, dass die neuen Erdwälle zu beiden Seiten des Bahnsteigs vollkommen ausreichend sind. Die Scheune am Fuß des Hügels ist jedoch ungeschützt und sehr gefährdet. Neulich habe ich mich dort umgesehen und bemerkt, dass sie ihren Gästen erlauben, dies als Garage zu benutzen. Es wäre besser, sie ihre Automobile stattdessen vor dem Hotel parken zu lassen. Ich wäre außerdem dankbar, wenn Sie mir Informationen über den Besitzer dieses Autos geben könnten. Ich habe einen interessanten Bericht aus London erhalten und glaube, dass da ein Zusammenhang besteht. Schreiben Sie mir bitte die Einzelheiten auf und Betty kann sie mir morgen auf dem Weg zum Metzger vorbeibringen. Im Übrigen werde ich Ihre freundliche Einladung annehmen und komme gern heute Abend zur Party. Kommst du jetzt auf einmal her?
Ich mag die gut zur Party. Ich mag die guten alten Lieder nun mal zu gern. Dadurch bekomme ich auch die Gelegenheit, mir einen ihrer Gäste näher anzusehen. Eins noch, meine Liebe. Gehen Sie bitte meine Identität nicht preis. Ich möchte, wie sagen Sie Ausländer so treffen, inkognito bleiben. Hier winkt vielleicht sogar eine Beförderung für mich, und Sie wären meiner Dankbarkeit gewiss. Vielleicht kann ich bei den Berichten über Ausschank in Ihrer Bar nach der Sperrstunde ein Auge zudrücken. Schlimm, schlimm. Doch meine Lippen sind versiegelt, meine Liebe. Leider habe ich noch keine Hinweise über den Pike-Jungen. Er wird nun seit Tagen vermisst. Ich gebe zu, bei diesem Fall tappe ich im Dunkeln. Bis heute Abend. Wachmeister Harold Perch. Fortis von Validus. Bewahre diesen Code an einem sicheren Ort auf. Fortis. 13 Graham Road. Hackney. London. Betty, wo bist du? Ich hab dich überall gesucht. Wann willst du denn in der Bar sauber machen? Dein Musikabend war ein voller Erfolg. Ich habe gerade die Einnahmen gezählt. Du kannst ebenso auf morgen früh sauber machen, hoffentlich ohne Kater. Ebenso gut, morgen früh, okay. Ich möchte gerne ein bisschen ausschlafen, also weck mich bitte nicht. Jetzt ist alles totenstill. Entweder schlafen alle oder sie sind alle weggegangen. Seltsam. Es wird Zeit, dass ich mich auch zurückziehe. Hinweise zum Frühstück sind in den Fächern. Aber morgen ist bestimmt niemand früh auf den Beinen, nicht nach diesem Abend. Bis später, Mama. PS, hat sich George blicken lassen? Ich habe ihn den ganzen Abend nicht gesehen. Jones Taxidienst, neben dem Metzgerladen Dabberton. Vorzügliches Hotel im Familienbetrieb, das Bahnhofshotel. Zugverbindungen nach London Station Road, Dabberton. Dabberton 243. Was ist das denn? Das verstehe ich nicht. Warum hat er das jetzt gemalt? Paper costs money, Betty, so don't waste it. Stop doodling and drawing on it. Ach, das war gar nicht die Jungen, das ist ein anderer Geist. Also eins, zwei. Paper costs money, Betty, so don't waste it. Stop doodling and drawing on it. Okay. Bahnhofshotel, Zimmernummer. Keine Ahnung, Miss Grable. Die will Toast. Lieber nicht warten lassen. Orangensaft. Bring ihr auch zwei Scheiben Toast. Das Erdbeereingemachte sieht schimmelig aus, also bring ihr das, okay? Ich habe Andrew gesagt, dass wir heute eventuell günstigen Schinkenspeck haben. Wenn du vorzeitig ins Dorf gehst, mach ihm ein leckeres Sandwich mit brauner Soße. Rotwein! Ja, okay. Sehr geehrte Miss Grable, ich schlage vor, dass wir uns heute Abend zum Essen treffen. Es freut mich, Ihnen mitzuteilen, dass unser Geschäft längst nicht erledigt ist. Es gibt Neuentwicklungen. Ich werde ab 19 Uhr im Restaurant sein. Falls man es als solches bezeichnen kann. Verspäten Sie sich nicht, das würde Sie teuer zu stehen kommen, MF. Edith, ich kann heute Abend nicht gleich zu dir in die Bar kommen. Ich muss noch etwas erledigen. Sag Verney, dass ich hoffe, vor Mitternacht mit ihm einen Drink zu nehmen. Dass ich hoffe, vor Mitternacht mit ihm einen Drink zu nehmen. Ich habe eventuell vieles zu beichten. Ich hoffe, dass ich alles erklären kann. Bitte such nicht nach mir, du wirst mich nicht finden, George.
Nachricht an alle. Ich habe das Gefühl, dass jemand ins Hotel einbricht. Es wird zwar nichts vermisst, aber ich hörte heute Nacht jemanden auf der Treppe zur zweiten Etage. Sehr seltsam. Zumal alle in der Bar waren. Und an Gespenster glaube ich nicht. So. In Silent Hill. Das Geräusch. Lecker, lecker. Oh Gott. Was ist das denn? Ich habe irgendwie Angst. Wir gehen da jetzt wieder raus. Ja, hier, wo es hell ist. Kann ich denn hier nicht rein? Doch. Nee, okay. Ah, das ist die Küche. Hier gibt es aber nichts zum Mitnehmen. Auch nicht. Schweinsfüße in Teig. Lass dir vom Metzger 4 Schweinsfüße vorsichtig spalten. Ja, hier steht, wie man das alles kochen muss. Und das ist extrem eklig. Und meine Schweinsfüße. Edith. Kochbücher. Kein Wasser. Sehr modern. Was ist das hier? Wer hat das aufgestellt? Da kamen wir her. Oh, ich wollte schon sagen, hier ist es doch jetzt nicht dunkel, oder? Ich guck mal eben auf die Uhr, wie lange ich jetzt schon spiele. Ja, okay, ich habe jetzt schon 2 Parts am Stück aufgenommen, aber es ist gerade extrem spannend irgendwie. Also ich meine, es ist noch gar nichts passiert, aber dieses Haus zu erkunden ist schon mal sehr geil. Also, ja, mir macht es Spaß und ich hoffe euch auch, aber ich mache jetzt hier trotzdem Schnitt und es geht weiter beim nächsten Mal. Bis dahin.